Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in der Old Farm auf Münster. Ne, nicht auf Münster, Old Farm. Mit Mimi. Moin. Annalena. Hallöchen. Alina ist auch dabei. Hallöchen. Ja, heute zu viert. Heute passt es mit der Vier. Aber ich denke, das sollten wir schaffen. Lucifer hat aktuell keine Gaming-Zeit. Der hat wahrscheinlich aufgegessen. Grüße gehen raus. Wenn du wieder guckt das ja. Bevor ich weiter auf der Liste nach oben rücke. Aha, ja. Wo muss ich denn überhaupt das hinbringen hier? Feld. Warte mal, wir sind bei Feld 80. Warte kurz. Nee, 60. Ich glaube, das war überall gleich alles zu dieser HB-Dings. Zumindest dieses ja. Von uns. Oben, ja, ja, ich weiß nicht, wo muss. Jetzt einfach jetzt wieder zurück auf die Hauptstraße und dann noch. Ah, meine Map lädt nicht. Packt gerade irgendwie alles rum. Ist zu schnell unterwegs. Packt gerade irgendwie alles bei mir rum. In der Weihnachtsbäckerei. Hallo, geh doch zurück. Du alte Scheiße. Ja, ruhig. Geh doch zurück. Geht nicht, ich kann nicht rausgehen. Einfach durch den Wald fahren. Kannst mir auch folgen. Ist das überhaupt meiner? Ja. Der ist schon, aber braun. Ich hatte einen blauen. Ach, du hast einen blauen, dann hab ich deinen. Hier, guck mal. Dann kommt der Tauschen schnell. Fliegender Wechsel. Hab ich schon gewundert, warum der nicht so schnell ist. Ja, und ich dachte mir, ist meiner so doll dreckig? Warum nicht? Hallo? Jo, okay. Kann nichts mehr machen. Warum? Ich komme nicht mehr aus dem Menü raus. Oh, oh. Einmal mit Profis. Internet gelöscht. Nein. Dann drück mal Alt F4 und dann startet es neu. Der Tag gehört dir. Okay. Ach so. Oh, Silber verlassen. Ja, ich komm wieder. Sehr schön. Die Angst habe ich auch gehabt. Hallo. Ah, falsch, warte, ich war falsch gerade. Geradeaus weiter? Ja. Ich bin schon auf Strecke. Wieder. Falsche Kurve genommen. Damit falsch abbiegen, kennst du dich ja aus. Habe ich vorgehört, ja. Bleib gut hitze wieder. Gib gleich ein Synchro. Aha. Das ist aber auch ein Weg hier. Ja, aber es ist kürzer als aus dem Rundungsdorf. Ja, stimmt. Oh, ja, Synchro. Ja, war schon. Da ging aber schnell. Ja, die Hamsterwort bezahlt. Nee, ja. Gefüttert so. Ja, die sind ja wieder draußen. Also von daher. Ja, dieses schöne Wetter. Naja. Die sind gestern noch out, die sind gestern wieder in ihr Freigehege gezogen. So, machen wir hier erstmal zack und an. Zuerst aufklappen, okay. Man muss wahrscheinlich erstmal anhängen, oder? Hat er irgendwas so anhängen? Ja, alles hängt dran. Ne, so. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los. Wir spielen. Ah nein, bitte nicht. Und wenn das drum möchte gehen. Da sitzt er auf seinem hohen Wagen. Naja. Ich sage kurze Hose, aber nee, Arbeitsschutz geht alle an. Er hat doch heute eine kurze Hose an, ja. Echt? Ja, bei uns sind 25 Grad. War Sommer befohlen? Sicher. Ja. Ach ja. Das sind fast 30 Grad. Ja, bei uns hier sind 25, 26 Grad hier oben. Okay. Oh ja, das stimmt. Ich bin heute eingegangen. Ich habe heute Morgen erstmal eine kurze Hose rausgesucht. Er hat heute auch schon den ersten, gestern war das. Oh, es war so warm. Sag ich, seid ruhig, wir haben gerade mal Frühling, seid doch froh, dass es warm ist. So warm war es jetzt auch noch nicht. Zu warm. Ach,
Quatsch. Mhm. Wird doch nicht jetzt schon sagen, zu warm. Doch. Ich habe heute Vormittag geperrt, wie sonst was, weil ich die alle draus gemacht habe, das Streu aus dem Schuppen bei Papa. Weil die ja da waren über Winter. Ja, Papa. Nee. Ja, ich war über Winter im Schuppen, ja. So, dann sind wir wieder voll, da können wir wieder abfliegen. Ja, mach 3 überholt dich gleich. Ja, die weiß ja eh nicht, wo lang. Spaß. So. Zack, 3 Meter. Fast reingefahren. Aber nur fast, so klingt. Zack, es geht los. Ah, ich bin ausgestiegen. Wolltest du nur mal gucken, was die Rehe machen, was? Ja, ja, ich wollte mal kurz in der Natur. Ich wollte nur frische Luft schnappen. Ja. Bist du schon wieder eh dort, oder was? Nein. Nein. Ja, was ist denn da los? Ich brauche meinen Abfahrer. Mann, ja, ich bin nicht so schnell. Tempo ist kein Taschentuch. Die hat Stundenlohn, Stattenlohn. Stadtlohn? Oh, das wäre schön. Alina, ist Jeremy wie heute Nacht wieder bei dir? Oder heute nein, bei dir? Nein. Weil Mutti ihn heute früh nämlich gesehen hat. Nein, ja, der hat letzte Nacht bei mir geschlafen. Das ist ja wieder ungewohnt für dich, wa, Walter? Ja, aber ich muss eh heute Nacht Wache schieben. Warum? Eckhardt muss auch wieder. Ich schreib. Na, guck mal, zweiter Tag in der Schule, ich schreib morgen in der Arbeit, übermorgen in der Arbeit, darauf den Tag in der Arbeit. Was hier? Voll in Fahrt. Naja. Zieh, Junge, zieh! Dann nächste Woche noch Unterricht und dann eine Woche Seminar. Das Yoga. Und das denn? Sterbebegleitung. Also das. Ja. Ja, und Freitag Yoga. Hat ja schon seine Hilfe angeboten, ne? Yoga. Ich mach Sport wieder. Yay. Wie hat das Krankenhaus gesagt heute zu Mutti? Ich sehe sportlich aus. Die haben gefragt, ob ich jeden Tag zur Fuß zur Hochschule gehe. Ich hab keineswegs. Keineswegs. Gar kein Fall, hätte ich gesagt. Ach ja. Sein, ne? Was? Ja, ja. Was ist Polizei? Es kann alles möglich sein. Also. Die Polizei. Du verstehst auch nur das, was du möchtest, ne? Ja, ich wusste aber nicht, was ich jetzt gerade von der Polizei möchte. Der Weizen kann nicht angenommen werden. Hä? Bin doch richtig hier bei dem. Na. Hast du die Kabelsträuche dran? Nee, du musst auf die andere Seite fahren. Nee, du musst auch die Schläuche dran machen. Ja, stimmt. Ja, ja gut. Wäre auch mal angebracht. Ne? Wenn wir neu connected haben, kann das zumindest ein Grund sein. Dann sagt er nämlich auch, kann ich einen. Ah, und dann fahren wir noch ein Stück vor, dann kannst du den zweiten Anhänger auch gleich auskippen. Mhm. Sollte passen. Dann können wir die 60 nämlich schon abgeben. Sehr schön. Wer hupt da? Ich bin hier in Pause. Ich habe ausgestempelt. Ah, macht doch trotzdem Spaß mit den Maschinen. Jetzt haben wir auch ein bisschen PS, das passt. Ja, das stimmt. Da steht der andere Anhänger. Der Lucifer hat ja auch schon ein bisschen was vorbereitet mit den Feldern. Hm. Vor allem das Gute ist, aber wollten wir das Getreide nicht behalten? Naja, erst wenn die Aufträge fertig sind. Danach hört sie auf. Ach so, was ist dann das andere? Ach, das ist dann nur noch Mähen. Okay, dann behalten wir den Rest jetzt ab jetzt. Ja, den jetzt dann behalten wir dann ja, nicht. Stimmt, dann kommt ist das nur noch Dreschen, ja. Weil sonst hätte der jetzt kein Geld genommen, sonst hätte der es beim anderen Feld beigemacht. Stimmt. Genau, ab jetzt dann zum Hof, beziehungsweise direkt zu den Hühnern. Je nachdem, wie viel da reingeht. Ach ja. Jetzt muss ich doch auch ins Silo kippen, oder nicht? Ja, ja. Ja, genau. Ja. Aber jetzt musst du erstmal wieder hier zurückkommen. Ja, ich bin auf dem See. Da, wo wir das schöne Stroh. Nein. Wie gesagt, Tempo ist kein Taschentuch, ne? Ja, ja. Ja, hier. Und Nivea keine Creme, ne? Niveau keine Creme. So. Ah.
So, ab jetzt können wir den Server nämlich immer absetzen. Und der ist jetzt eh erstmal bezahlt für ein halbes Jahr. Und dann könnten wir schon fast uns auf 25 freuen, je nachdem, wann die das ankündigen. Mhm. Wenn es überhaupt 25 heißt. Da hoffe ich mal, da hoffe ich ja mal, dass du mal ein paar Informationen mitbringst, wenn du von der Dingscoms wiederkommst. Wobei heute kam eine neue Veröffentlichung von neu, für neue Geräte, aber es war, glaube ich, wieder nur ein DLC. Okay. Ja. Das Embargo hat am 9. geendet, das ist heute. Deswegen kann ich jetzt drüber sprechen. Diese Folge kommt ja erst am Mittwoch, glaube ich, raus. So, dann machen wir hier runter und machen hier Run. Gucken wir mal, ob hier keiner guckt. Ja, denn. So, dann muss ich so viel Geld im nächsten Jahr verdienen mit dem Kanal, dass ich dann ein Community-Treffen auf der nächsten FarmCon machen kann. Das heißt, euch einladen kann. Dann musst du uns aber auch mitnehmen. Das habe ich ja gerade gesagt, dann kann ich euch einladen. Im Augenblick sagt das Finanzamt noch, nee, das ist Hobby. Ausgeschmissen. Aber zu gut. Achso, dann nimm du die Bahn. Dann war das wohl dein Karma, was mich da runtergefickt hat vom Spiel. Ja, Macherei wollte vor dir sein. Ja, war sie sogar auch bildlich gesehen vor mir. Auf der gleichen Bahn. Gleich haben wir nicht keinen Strom mehr, weil die so langsam sind. Ja. Nee, doch. Hier ist noch genug. Ach stimmt, auf der anderen Seite ist auch noch. Wir haben noch nicht mal den Garten fertig. Da müssen wir noch Wasser hinbringen. Mit der Gießkanne hat es ja nicht so funktioniert. Ja, zumindest habe ich es nicht hingekriegt. Einfach Wasserfass haben wir, glaube ich, auch noch drauf. Warum wundert mich das? Boah, ist ganz schön windig hier. Ach ja. Ich habe das nicht hingekriegt. Ah, du hast den WhatsApp, WhatsApp hast du schon eine Angelrute rausgeschmissen, ne? Ich? Ja, sicher. Warst du da an dem See, wo wir mal waren, ne? Nee. Ich dachte, es wäre der See, wo wir mit dem Auto fast bis zum Wasser da gefahren sind. Den du mir gezeigt hast. Also, sah so aus. Aber sieht wahrscheinlich alles gleich aus. Zu weit weg. Oh. Ja, ich bin schon gleich wieder auf dem Rückweg. Wie sieht es bei dir aus? Ich auch gleich wieder. Ich bin's. Was machst du da? Mit der Kabinenaußenansicht. Sonst triffst du das nie. Mach ich doch. Ja gut, dann zieh ich kurz durch. Gut, ich hau wieder ab. Bin voll. Mach frei. Mach ab. Ah. Ja, alle guten Dinge sind ja drei, ne? Ja. Ein schönes Bild, was ich hier weit machen kann. Ich bin durch hier. Oh nein. Ach, ich wusste es. Weiß nicht, was er hier macht. Fährt er nicht mehr rückwärts? Fährt er nicht rückwärts? Ich bin weg. Viel Spaß. Ich bin nicht im Weg. Nö, nö. Wie fährt denn? Wahrscheinlich mit vorne um Baum und dann nochmal so. So. Ist, wenn man Fotos macht während der Fahrt, das ist wie mit Handy, ne? So noch nicht. Handy am Steuer, das ist so teuer. Anni? Ja, ja. Na, Alina? Sowas würdet ihr doch nie machen. Nein. Nee, bei LS habe ich schon gute Erfahrungen mit Handy am Steuer. Ja. Hätte sie gerne mal gegen Baum oder gegen Zaun. Ja, die Perks habe ich auch. Ja, aber ihr habt das alle noch nicht getoppt. Also Lemmy schafft keiner zu toppen. Ja, mit diesen im Anhänger oder sowas war das, ne? Ja, hat der, ja, glaube ich, von erzählt. Anhängerparken. Das habe ich nur gehört bis jetzt.
Ich muss mal gucken, ich glaube, ich habe das irgendwo als Test. Ich habe da ein Foto von. Wenn ich muss, ich dann im Discord mal hochladen. Um Lemmy zu ärgern? Nö, das ist er ja. Wer den Schaden hat, braucht für den Sport nicht zu sorgen. Ja, das war ja schon immer so. Ja. Naja, siehst du, jetzt haben wir das Feld auch, dann ist jetzt. Der Rest ist jetzt nochmal unser Getreide hier. So, ich hab schon mal den. Jungs und die anderen beiden Mädels hier, hätte ich bald gesagt, die müssen dann nur noch das Stroh sammeln, was hier auf dem Acker liegt. Ihr seid auf 80, ne? Ja, ja. Okay, das heißt. Seid wart ihr eben auch gerade. Ja, ja. Ja, dann gebe ich 60 ab, deswegen. Nur das andere kann ich nicht abgeben, weil sonst ist auf einmal weg alles. Vor euch. So. Dann ist auch der Stroh weg. Ja, Stroh weg und der letzte Weizen noch und so. Ja. Zumindest schon mal ein bisschen Geld. Naja, einen Anhänger voll haben wir ja schon. Ja. Sehr cool. Ja, dann können wir nämlich dann die nächsten oder die Felder alle vorbereiten, zumindest unsere. Wobei, ja. Stimmt, da stehen auch noch zwei zur Ernte an, ne? Wir wachsen ja mal. Ja, Raps, ne? Ja. Zweierfeld, wo ich einmal durchgefahren bin. Und hier am Hof hier. Wie weit sind denn die vom Reifestart? Ich meine, ich lade mich gerade ab. So, grün, weiß, Raps ist. Letzte oder vorletzte Stufe ist die 52. Und die 2, ja, die 2 ist noch länger. Also da kannst du weg, musst, wenn dann auf dem Hof näher. Das als erstes 52. Ich wollte jetzt dann sowieso erstmal zum Hof zurückfahren. Ach, ich hab noch nicht reingefahren. So, kannst du schon mal hinterher kommen? Ja. Ach ja. Leer. So. Dann haben wir ja gleich das Feld für uns. Genau, genug Platz. Okay. Fahren wir schon weiter geradeaus? Dann kannst du schon. Geht. Also ein und drei Viertel Anhänger noch. Bei Gras müssen wir nämlich auch beobachten, wenn das erntereif ist. Da haben wir ja auch schon Mähzeug für da. Dann müssten wir aber noch einen Zetter und einen Schwader haben, zumindest einen Schwader. Je nachdem, was wir halt machen. Aber Schafe wollen wir auf jeden Fall. Da haben wir einen Stall auf dem Hof. Wenn du da wartest, Andi, dann lohnt sich nicht gleich zum Hof. Wieso? Ich kann doch auf die Map gucken. Quer durch den Wald hier. Ich wollte gerade sagen, hier ist ein Waldweg. Ich fahre außen rum Stadtrunde. Du willst ja nur wieder zur Dönerbude. Ja. Ruf da an, dass sie zumachen sollen. Bei Döner habe ich heute auch gegessen. Ich war jetzt überlegen. Aber dann hatte ich irgendwie doch nichts auf Burger. Ja, alles umwandbar. Ja. Ne, ich hätte mich sonst nämlich nicht entscheiden können, welchen Döner man. Ja. Eigentlich gut. Weiß ich nicht. Ich war heute im Bonn, da gibt es immer einen mit so ganz dünnem Teig, der ist ganz lecker. Wir wollen das in so einer Tasche ein. Ja, Bonn, ich wohne ja bei Bonn. Dann muss ich mal Mutti fragen. Gibt's den schon lange? Ja, der ist direkt am Bertha vom Suttner Platz. Ja, da gibt es ja tausend. Kommt ihr aus Bonn? Naja, Mama. Ah, okay. Genauer eher St. Augustin, da die Ecke. Ja, da weißt du jetzt, wo ich wohne, in St. Augustin. Da wohnt meine Tante noch. Okay. Ja, da weißt du ja, wo ich wohne. Also ich habe ein Gästezimmer, wenn du mal in der Ecke bist und kein Unterricht. Ich fahre übrigens wahrscheinlich diesen Sommer dahin, weil ich meine Tante mal besuchen wollte. Ja. Kennst du Hangeler? Ja. Da wohne ich. Also das ist ein Ortsteil von St. Augustin. Ich wollte gerade sagen, das ist doch irgendwie so ein
Du kennst wahrscheinlich nur das Huma, ne? Da gibt's Kleidung und so. Das kennt doch jede Frau. Ich auch. Naja. So. Kannst du glauben, da kennst du das Kaffee. Naja. Ich habe mir heute noch ein Tablet gekauft, womit ich auch schreiben kann. Dachte mir, wichtige Notizen beim Steuerberater wichtig aufschreiben und dann kommt er mit dem College-Block. Ja, war schon lustig. Ich dachte, ich kann ja nicht mit dem College-Block zum Steuerberater gehen. Und dann kommt der mit dem College-Block rein. Dann dachte ich mir auch, okay, ich fahre extra nach Bonn, 400 Euro weg. Aber bei uns ist das so, kein Schüler mehr wirklich schreibt mit Schriftenpapier. Ja, meiner Tochter habe ich auch einen Tablet geholt, als sie mit der Ausbildung begonnen hat, damit sie das alles digital festhält. Vor allem für die Bücher, die werden ja immer schwerer. Und so kannst du alles drin. Auch. Meins hat 3.500 Seiten und das haben wir jeden Tag mit Schrift. Ja, das ist halt als App ganz cool oder zumindest als PDF. Ja. Vor allem, ja. Du kannst mal was rauskopieren, zitieren und so. Aus dem normalen Buch darfst du ja oder solltest du ja nichts rausschneiden oder macht in der Regel ja keiner. Oder du kannst das direkt so auf dem digitalen Buch mal markieren und so. Das kannst du ja auch nicht. Direkt notieren, genau. Ja. Was ich nur schlimm fand, als ich das Buch geholt habe, das Digitale, habe ich den Verlag angeschrieben. Nee, es gibt nur entweder Papierform oder digital. Du musst also zweimal die volle Lizenz kaufen, statt zu sagen, hier ist auch eine digitale Version bei. Dann hättest du sich das zu Hause hinlegen können und hättest du dann mal da rumschlagen können. Das ist ja manchmal auch ganz angenehm. Ja, ja. Und so hat es dann erstmal die digitale Version genommen und ich habe, glaube ich, bis zur Ausbildungsende nur mit der digitalen gearbeitet. Bei mir ist es so, wenn du das Buch kaufst, aber auch nur wenn du es kaufst. Ne, klauen ist dann nicht gut. Nein, kaufen. Nicht ausleihen oder so, dann ist innen drinne auf der Buch, also in irgendeiner Seite vom Buch, entweder vorne oder hinten, so ein QR-Code, den du mit der App stellst. Ja, das finde ich halt gut, wenn sowas, ne, wo man dann sagen kann, weil digital hat ja schon Vorteile, ne, wie wir gerade schon sagten, kannst du was mal rausnehmen, rauskopieren. Vor allem, selbst wenn du es dann kopierst, du hast dich ja damit beschäftigt, das heißt, du weißt ja, früher haben unsere Lehrer gesagt, oder zumindest ein Lehrer weiß ich noch genau, ihr dürft einen Spicker machen, ihr dürft ihn nur nicht benutzen. Weil wenn ihr einen Spicker macht, habt ihr euch zumindest mit dem Thema beschäftigt. Richtig, man hat sich das ja mindestens einmal durchgelesen. Ja, so und von daher war das Spicker machen nicht verboten, sondern nur das Nutzen. Bei uns ist es den Lehrern egal, weil ihr braucht es eh in 3 Jahren. Bei den 5 mündlichen Prüfungen. Okay. Hat das Papa? Ob du leer gemacht hast? Ja, habe ich. 5 mündliche Prüfungen und 3 Schriftprüfungen. Ja, dafür ist halt gut, dass du es für dich aufbereiten kannst, ne? Ja, das ist halt dann ganz gut. Ach ja. Wir sind beide voll, sehe ich gerade. Beide rot, 13.000. Naja, bin schon wieder auf dem Hof. Ach, du bist schon da, ja, bist du schon mal vor, okay. Ja, ja, ich habe hier noch Pilze gesammelt. Oh. Mhm. Was für welche? Mushroom? Magic Mushroom? Warte, ich probiere mal. Aha, hier rein, ne? Ja. Ne, Champignons. In meinem Alter besser. Okay. Champignons. Champignons. So, meine Damen. Ja, bitte? Und was mache ich jetzt? Mein Mähdrescher wird ja jetzt erstmal nicht mehr benötigt. Ja, den wegbringen. Sauber machen. Die sauber machen geht, glaube ich, nicht. Und dann müssen wir mal gucken, wie weit der Luzifer war mit den Feldern, dass wir sonst da weitermachen. Oder wir können, du kannst ja auch schon mal gucken, ob wir uns ein Feld leisten können mit 100.000 ein zusätzliches. Was in Feldnähe, in Hofnähe ist. In Feldnähe ist ja alles. Weil ja, hier ist doch noch was anzusehen. Ja. Jetzt, ich sag ja, zu tun ist immer was. Und also jetzt werden wir nur nachher mähen. Aber mähen war, glaube ich, beim letzten Mal noch nicht. Boah, die hatte Hupe auf der Null. Ah ne, jetzt hast du in der Mitte, ne? Ja, jetzt habe ich sie in der Mitte. Ja, das ist um einiges sinnvoller ein Lenkrad zu benutzen. Da war die beste Investition, die ich gemacht habe. Naja. Ja, der kleine Junge wird wahrscheinlich sein Leben lang von diesem schlechten Verkauf erzählen, aber das ist halt bei einem Markt so, ne? Es gibt immer einen, der anbietet und einen, der hupt denn darum, wie einer.
In John Deere. Ich habe gedacht, das gehört dem Vater. Aber sieht ja fast so aus wie du. Ey, ein Nerdwander haben. Ach ja. Aber wie gesagt, das Lenkrad jetzt auch, wobei das ist ja mein drittes Lenkrad. Jetzt wäre ich damit halt glücklich. Erstmal. Achso, was hast du noch hinten drin? Ach, das ist das Holz nur. Das leer, ne? Du kannst ja mal einen Wassertank suchen im Shop. Einen alten, dass du den holst. Ich, ich bin es weiter beim Ansehen. Nee, ich meine Annalena, die war ja da am Langweilen. Zumindest hat sie mir Luft aus den Reifen gelassen. Ah, witzig. Ein Wassertank, wie finde ich denn am besten? Unter Diverses, unter Tierhaltung. Eins von beiden. Ich glaube, ich habe welche drin. Irgendwas kleineren, aber der müssen wir in den Garten irgendwie kommen. Ich meine, ich habe was Altes drauf. Ich weiß es nicht mehr 100%. Holzbreit, Rechen. Tierhaltung. Die ist weiter unten. Naja, und die Zuschauer können sich zumindest nicht beschweren, dass sie nichts sehen. Die schönen Waldwege, kein gerader Weg hier. Ist nichts. Ne? Aber irgendwo hatte ich das schon mal gesehen. Gibt es denn Tankdinger? Ja, man ist halt, bei Mods ist es so, dass je nachdem, wo sie es halt reinpacken, ne? Hm. Wieso ist doch hier? Du musst auf die Anhänger gehen, links in der Liste. Gehst auf ja. Die Haltung. Hier ist ein Schoppel. Genau. Aber ein schönes. Ah, guck mal hier, dieses eine. Die drittletzte Reihe, gleich der zweite. Dieses klassische Fass dann am besten. Da ist ein Futterbeschwagen zu sehen. Und dann gehst du da rein und dann findest du da ja, hier, sechs, fünf oder sechs letzte. Das ist ein Wasseranhänger. Da passen 2000 Liter Wasser rein. Ja, genau das. Das klassische Fass für 1700 da, ja. Achso, ja. Müsste reichen, da müsstest du da reinkommen irgendwie. Weil der Brunnen ist ja auch davor. So, kaufen steht jetzt beim Händler, kannst du hinfahren. Okay. Sehr schön. Dann haben wir den Garten nämlich auch im Betrieb. Na, das läuft. Und ich glaube, das kriegen wir auf unsere Anhänger auch draufgeladen, dann die Paletten. Erstmal am Anfang. Das wird nicht viel sein. Bis dann die Hühnereier dazukommen. Ach ja. Ich habe übrigens auch zu hören bekommen, dass ich keine Witze erzählen kann. Wir müssten mal mehr so tun, als ob wir über meine Witze lachen. Ich weiß nicht, woher die das haben. Ich weiß gar nicht, wie die Leute drauf kommen, ne? Ja, überhaupt nicht. Ich dachte, Witze? Wer hat denn hier Witze erzählt? Hier ist was los. Aber innerlich hört er sich der gut an bei mir. Also geplant war er nicht. Nur innerlich. Der war halt nur einfach schlecht erzählt. Das war alles. Ich bin eh voll. Ja. Und der Anhänger auch, ja. Ich mach den Alkohol weg. Ja, der Anhänger auch. Sehr gut. Ja, ich glaube, du brauchst da nicht mehr kommen. Die anderthalb Bahn kriege ich hier weg. Ja, alles gut, okay. Das heißt, wir stellen dann ab. Und ihr könnt gleich Feld 80 abgeben. Oh, hier ist noch ein Stück. Wenn das Lucifer gesehen hätte. Ja, das weiß ich doch. Da ist ein Stoppel. Ja. Beschwert euch nicht. Das war so eine kleine Information. Wie nennt man das? Hollywood-Rasur? Nee, ne? Das ist, ja. Das. Wenn noch ein Stoff übrig bleibt. Ah, hier ist was los. Hollywood-Rasur, kenne ich gar nicht. Sag mir nur. Ja, wenn du 18 wirst und dann zum Wachsen gehst. Dann. So. Nicht, dass ich schon mal beim Wachsen war, so nicht, aber... Dann wäre ich ja größer, hahaha. Ha, ha. So, ihr könnt Feld 80 abgeben. Dann haben wir ein bisschen mehr Geld, dann kann man vielleicht noch ein Feld holen. Na sicher.
So, mal gucken, ob wir das Stroh. Also zumindest brauchen wir erstmal kein Stroh einlagern. Wir können es dann sonst verkaufen, ne? Na klar. Aber Raps gibt es ja keinen Stroh, ne? Bei Raps. Natürlich, doch. Wenn du das Dings mit drauf hast, den Mod. Ja, okay. Nee, dann. Ja, holen tun wir es auf jeden Fall runter, weil das ist ja Geld. Jedenfalls müssen wir halt mit den großen Anhängern fahren. Mhm. Doppelgespann. Du kriegst, glaube ich, wie viel kriegst du weg? 10.000, ne? Okay, dann ist hier die 13.000 mehr. Aber der andere, der da noch steht, der hat ja 21.000 oder so. Ah, jetzt haben wir es erstmal erledigt, das ist schon mal gut. Und was wir auch erledigt haben, sehe ich gerade die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.